Moin und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Wir machen heute Grebenschmalz und wenn du wissen möchtest, wie man das macht, bleibst du am besten dran und guckst das Video bis zum Schluss. Und solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, dann klick gerne unten auf Abonnieren und abonniere den Kanal und vergiss auch nicht die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du auch nichts mehr, wenn es etwas Neues gibt. Und Grebenschmalz, das ist ja für mich so eine Kindheitserinnerung, das gab's auf jeder Party und wir wissen, die Feiertage, die stehen vor der Tür und Silvester und da kann man auch im kleinen Kreis gerne mal so ein bisschen Grebenschmalz essen und das, was wir hier haben, das ist Flohmen, das haben wir vom Metzger unseres Vertrauens, nämlich vom Dirk Ludwig bekommen, bei dem wir auch zu Gast sind und wenn du jetzt sagst, boah, wie soll ich denn da drankommen, entweder du fragst mal deinen Metzger des Vertrauens, die geben das nämlich meistens für relativ wenig Geld ab. Oder du nimmst Rückenspeck, das kannst du nämlich genauso machen. Und dann haben wir hier eine Zwiebel. Und da wir schon länger nicht mehr gesehen haben, wie man hier eine Zwiebel schneidet, habe ich mir gedacht, wir zeigen euch das mal. Und dafür halbierst du die Zwiebel, pelzt sie und dann schneidest du sie von vorne nach hinten einmal ordentlich auf, um dann von oben nach unten fein runter zu schneiden. Und das ist die echte und die einzig wahre Zwiebelliebe. Und was es damit auf sich hat, das erkläre ich dir im nächsten Schritt. Denn wir sind jetzt schon fertig mit der Schnibbelei und wir können jetzt den Flohmen oder den Rückenspeck, was auch immer du hast, in einem Topf erwärmen und das muss schön langsam passieren, dass das Ganze nicht anbrennt. Und die Zwiebelliebe, die wir gerade gesehen haben, das ist das, was diesen Kanal hier ausmacht, ja. Die Zwiebelliebe von der Zwiebelarmee, ein Community-Projekt. Jeder Kommentar hier unter dem Video hilft, der Community zu wachsen, dem Kanal zu wachsen und dementsprechend bedanke ich mich sehr herzlich bei allen da draußen, die die Zwiebelliebe in die weite Welt hinaustragen. Und in der Zwischenzeit, wie ich dir das erklärt habe, haben wir hier schon unsere Grieben, ja, die müssen raus aus dem Fett und jetzt kommen die Zwiebeln mit dazu. Das kocht jetzt natürlich einmal auf, du musst jetzt auch die Hitze massiv reduzieren, weil dir sonst die Zwiebeln nämlich einfach anbrennen. Und dann werden die Zwiebeln schön eingerührt und jetzt werden da richtig leckere Röstzwiebeln draus und wenn das nicht zu heiß ist, dann verbrennt ihr das auch nicht. Und anschließend ordentlich Pfeffer dazu und Salz sowie Majoran. Viel Gewürze brauchst du also gar nicht. Und dann wird das alles bei langsamer Hitze so ein bisschen vor sich hingekocht. Und wenn die Zwiebeln dann perfekt sind, kommen die Grieben und das Majoran sowie halt eben das Salz dazu. Und dann ist das Griebenschmalz auch schon fertig und wir können es in Gläser füllen. Und dafür nimmst du einfach sterile Gläser. Ich habe die jetzt hier mit heißem Wasser ausgewaschen. Und dann gibst du das Griebenschmalz mit einer Kelle einfach da rein. Und das war schon der ganze Zauber. So schnell geht das nämlich mit dem Griebenschmalz. Und ja, ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, das Ganze so als einfachen Brotaufstrich mal nachzumachen. Ist ja mittlerweile tatsächlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Früher gab es das tatsächlich deutlich öfter. Aber dadurch, dass wir hier auch ein Herz für ältere Rezepte haben, kann ich dir empfehlen, das nachzumachen. Und wenn du neue Rezepte suchst, dann kann ich dir unser Buch Die Wahrheit liegt auf dem Grill empfehlen. Hier hast du jetzt noch das Rezept bzw. die Zutaten und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachmachen und bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Freue mich über jeden Kommentar nach oben, über jedes wohlwollende Wort. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss!